Nachdem ich eben gerade aufgesprungen bin, mich auf die Fresse gepackt habe, weil es geklingelt hat, weil ich gehofft habe, es ist der Hermes Bote und nicht die kranken Menschen, die eigentlich unter mir beim Arzt klingeln wollten, was heute schon dreimal passiert ist, netterweise. Habe ich gehört, dass Unpacking übelst beliebt ist. Und ich wollte euch natürlich daran teilhaben lassen, was aus diesem geilen Paket rauskommt. Yeah! Also beschwert ihr euch immer, dass ich irgendwie zu wenig lustige Sachen poste? Tut mir leid. Achso, dafür brauche ich ein Messer. Ich habe ein kleines gewählt, damit ich mich nicht schneide und noch irgendein Unglück passiert. Sally bewahrt ja an den komischsten Orten Messer auf, an denen sie sich schneidet. Wie zum Beispiel in ihrer BH-Schublade. Ja, sie hat es einfach verpackt, aber das Messer ist stumpf. Also, bisschen geblieben. So, oh mein Gott. Diese Tolle darauf, es ist so unglaublich. Es will nicht aufgehen. Okay, es klebt auch nochmal da unten. Warum macht man denn sowas? Verdammt nochmal! Ich schwöre, Weihnachtsgeschenke mache ich total ordentlich auf. Soll ich das Papier nochmal benutzen? Oh mein Gott. Es ist so wunderschön. Okay, Mann, ich nehme mich einmal kurz hin. Was hat Selina sich bestellt? Oh. Sind sie nicht geil? Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Okay, ja, ich stelle schon mal kurz hin. Ich muss sie mal. Sie sind dreckig. Egal, ich mache sie gleich sauber. Oh mein Gott, sie sind. Und sie sind schon hier unten kaputt. Das hat sie gut versteckt. Hat sie das? Naja. Aber. Mein Gott, ich finde sie trotzdem ultra geil. Ich hätte sie sowieso beim ersten Fahren mindestens genauso kaputt gemacht. Obwohl, nein, hätte ich nicht. Dazu ist meine Schuhe zu wertvoll. Dann falle ich lieber auf mein Gesicht als auf den Schuh. Also Entschuldigung, was soll das denn? Oh, endlich habe ich meine weißen Sneaker-Rollschuhe. Danke, dass ihr mir zugeguckt habt. Und das Kind hat nicht mal Socken an und ist trotzdem schon in den Rollschuhen drin. Keine zwei Sekunden nach dem Entpacken. Ich habe schon gemerkt, es ist übertrieben rutschig.